So, kommen wir noch zu einem kurzen Video, das mir wichtig ist auf unserem Kurs. Auch wenn einige meinen, naja, muss ja vielleicht nicht rein. Aber mir ist es nochmal wichtig zu sagen, dass H5P ein Open-Source-Projekt ist. Und an diesem Projekt kann man sich halt beteiligen. Man ist nicht darauf angewiesen, dass andere Leute die ganze Arbeit machen, sondern man kann sich einbringen und das Ganze mitentwickeln. Und ich weiß, da denken jetzt viele, oh, ich kann aber gar nicht programmieren. Muss man auch nicht können. Man gibt halt viele Sachen, die man auch ohne Programmierkenntnisse machen kann. Und da wollte ich einfach mal nochmal kurz ein paar Sachen zeigen. Und es gibt natürlich auch die, die entwickeln können und die brauchen vielleicht so ein paar Anlaufpunkte. Dann zeige ich die auch nämlich nochmal. Also, gucken wir uns das nochmal an. Was man auf jeden Fall machen kann, ist auf h5p.org gehen und hier mal auf das Thema Forum klicken. Und ja, ich weiß, es ist auf Englisch und viele Deutsche hadern damit, aber probiert es einfach mal. Was es hier zum Beispiel gibt, es gibt hier extra ein Forum für Fehler in Inhaltstypen und die könnt ihr natürlich nicht beheben, aber es hilft ja schon, wenn ihr die meldet. Das heißt, ihr sagt den Entwicklern und Entwicklern, ich glaube, hier ist irgendwie was falsch, beschreibt das auch vernünftig. Da ist ein Hinweis, zeige ich auch nochmal, wenn man hier drauf geht. Hier oben ist auch beschrieben, was man idealerweise irgendwie dazu immer mit sagen sollte, damit die Leute das nachvollziehen können. Wenn man nur schreibt, was weiß ich, H5P geht nicht auf, ist das nicht so hilfreich. Aber sowas könnt ihr ja auf jeden Fall machen. Ne? Gibt halt verschiedene andere Foren und gut, Wünsche äußern kann man immer, ist nicht so schwierig, aber vielleicht das hier, Content Creation, da geht es darum, wie man Inhalte erstellt. Also man muss man nicht programmieren können, wenn man selber eben Inhalte erstellt, dann weiß man ja, wie die Inhaltstypen funktionieren und weiß vielleicht auch um so ein paar Fallstricke. Und wenn andere Leute dazu Fragen haben, dann kann man da helfen. Also wir können ja mal reingucken, weiß ich nicht, Drag and Drop, klingt jetzt ein bisschen irgendwie allgemein. How can I create a Drag and Drop? Ja, ist jetzt nicht so schwierig. Also es geht darum, dass wie man mehrere Bilder in so einen Drag-and-Drop einfügt. Und ich glaube, wenn ihr Drag-and-Drop mal benutzt habt, dann wisst ihr es auch. Aber ihr könntet hier jetzt zum Beispiel helfen. Gemacht hat es jetzt Bivi. Bivi ist vom Kernteam von H5P. Aber ist natürlich nicht gedacht, dass die jetzt auch noch kostenlos Support hier leisten. Also die machen das, aber das frisst denen natürlich Ressourcen weg, die sie nicht zum Entwickeln benutzen können. Und hier könntet ihr zum Beispiel aushelfen, auch wenn ihr nicht programmieren könnt. Dafür ist es gedacht. Klar, ihr könnt Fragen stellen, aber ihr könnt euch auch Antworten geben. Und nach diesem Kurs vielleicht sogar ein paar mehr als vorher. So, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Dann, zweite Seite. Thema Übersetzungen. Es gibt H5P ja schon, es gibt schon ganz viele Übersetzungen dafür und vor einer Weile war es noch schwieriger da zu helfen, aber spätestens nicht mehr, seit es diese Seite gibt. Die hat Sebastian Rettig ins Leben gerufen. Einfach, weil er gemerkt hat, also ich verstehe das zwar, aber für andere ist es doch schwierig, das zu übersetzen. Da musste man früher noch mit GitHub hantieren können, was jetzt auch nicht so kompliziert ist, aber man muss erstmal reindenken, macht es unnötig umständlich. Und er hat gesagt, warum sieht das nicht so aus? Hier seid ihr und ihr seid hier auf der Seite und tragt hier Übersetzungen ein und danach seid ihr gar nicht mehr gefordert. Das geht dann automatisch hier an GitHub, wo der Quelltext liegt. Das geht dann ans Kernteam und die akzeptieren das und packen das wieder zurück auf GitHub und das fließt dann wieder hier rein und man kann hier wieder weitermachen. So, ist jetzt speziell für Deutsch nicht ganz so spannend, weil da, ich glaube, 99,9% übersetzt sind. Kann man hier nicht sehen, kann man auf einer anderen Seite sehen. Aber wir können erstmal kurz reingucken, wie das aussieht. Also man geht hier oben auf Translate. So, dann könnte es hier verschiedene Projekte geben. Es gibt jetzt halt nur H5P. Und jetzt sieht man hier schon die ganzen Inhaltstypen, die es gibt. Das ist jetzt halt so eine Übersicht, wie gut die übersetzt sind über alle Sprachdateien, die es gibt. Und gut, wir konnten jetzt hier was raussuchen. Nehmen wir irgendwie H5P Agamotto. Bekommt jetzt hier die ganzen Sprachdateien, die es schon gibt. So, jetzt kann man natürlich sehen, okay, Baskisch spreche ich nicht. Was haben wir denn hier? Niederländisch, da fehlt noch was. Irgendwie 73% sind jetzt halt nur übersetzt worden. Ich spreche jetzt kein Niederländisch, aber vielleicht sprecht ihr Niederländisch und ihr könnt da helfen. Dann bekommt ihr hier nochmal eine detaillierte Übersicht, was jetzt so fehlt. Und hier rechts geht man auf Translate. So, und jetzt müsste man natürlich gucken, also einige Sachen sind schon übersetzt, da brauchen wir jetzt nicht gucken, aber hier könnt ihr jetzt wirklich alles sehen, was gibt es denn da, ne, so als hier, so sieht das aus, das Englische, hier ist die Übersetzung. Und wenn wir jetzt hier einfach mal durchklicken, müssten wir mal schauen, was haben wir denn hier, hier fehlt zum Beispiel was, ne? Transparency Replacement Color ist noch nicht ins Niederländische übersetzt. Das könnte man jetzt hier eintragen. Wenn man eingeloggt ist, klickt man auf Speichern und dann ist das durch. Ne? Das wird dann in gewissen Abständen einfach dann automatisch übertragen. Das heißt, wenn ihr Niederländisch sprecht, könnt ihr hier zum Beispiel helfen. Oder später mal, wenn es neue Inhaltstypen gibt, wo auch die deutsche Übersetzung fehlt, könnt ihr die hier einfach eintragen. Das ist nicht kompliziert. Also, das geht.
Damit ihr es nochmal seht, gehen wir nochmal zurück. Wo waren wir gerade? Da, das ist die Seite Translate H5P. Ja, schöne Sache, vielen Dank, Sebastian. So, jetzt für die Leute, die einfach nur ein bisschen neugierig sind, das zeigt dann aber auch die Offenheit vom Kernteam von H5P. Da könnt ihr jetzt nicht viel machen, also naja, ihr könntet auch, aber ja, das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. Das ist ein sogenanntes Ticketsystem, das ist Jira, und da sind die ganzen Sachen gespeichert, an denen das Kernteam irgendwie arbeitet, so die Sachen, die schon erledigt sind, die noch nicht erledigt sind, und man kann da wirklich reingucken und auch sehen, was jetzt gerade in Bearbeitung ist, was, wir können ja mal hier auf Created Recently klicken, zum Beispiel, welche Tickets kürzlich erstellt worden sind, dann klickt man da drauf. Und das sieht aus wie ein Fehler irgendwo im Interactive Video, was manchmal die Punkte nicht richtig zusammenzählt. Und da kann man halt gucken. Da kann man, wenn man sich so einen Link einfach merkt, dann kann man da immer so mal drauf gucken und sieht halt, was passiert. Das ist ganz schön. Und Entwicklerinnen und Entwickler kriegen natürlich noch mehr Daten. Wenn die mitentwickeln, kommunizieren die auch hierüber. Aber also das ist tatsächlich komplett offen. Man muss sich da nicht einloggen, um da reingucken zu können. Also man kann tatsächlich sehen, was passiert denn da? Ne? Ist oft nicht vor 2 Tagen erstellt worden, aber ist noch nichts dran gearbeitet worden. Das wäre jetzt vielleicht irgendwie auch ein bisschen viel. So, die Seite haben wir. Und dann noch eine letzte Seite. Das ist jetzt konkret für die Entwicklerinnen und Entwickler oder die neugierig sind. Das ist der ganze Quelltext von H5P. Der liegt hier auf GitHub. Das ist eine Seite, wo man den teilen kann. Und ich weiß nicht, was euch interessiert. Nehmen wir einfach Speak the Words oder so. Kann sein, dass ich das kürzlich war. Das ist halt der ganze Quelltext. Man kann ja jetzt sehen, was da so passiert ist. Man kann sich den wirklich im Detail angucken. Man kann da auch Änderungen mit vorschlagen und sowas. Ist einfach eine tolle Sache. Also ist halt komplett offen. Und da kriegt ihr eben auch den Quelltext her. Da könnt ihr reingucken, was da drin ist, falls ihr oder jemand anderes, falls ihr Sorgen habt, dass da böse Daten irgendwo hingehen. Also sowas kann man damit machen. Das ist halt Open Source. Es ist alles offen und betrifft eben auch die Leute, die das Ganze machen. So, und ihr habt da halt die Möglichkeit, mitzuwirken, und macht das doch einfach mal.